Ich brauche einen Hechtsprung. Warte, ich warte auf den Hechtsprung und dann mache ich es einfach so. Und trifft genau gar nichts. Jawohl, genau so wollte ich das. Jo, hallo, servus und habe dir zu einer neuen Folge der Challenge. Und bevor ich jetzt wirklich mit der Challenge anfange, möchte ich noch kurz was verkünden. Und zwar wird das jetzt wahrscheinlich, oder ziemlich, ja, wird die letzte Folge der Challenge sein, zumindest serienmäßig. Mit serienmäßig meine ich das so, dass jetzt, dass es nicht mehr regelmäßig Challenge kommen wird, also nicht jeden Montag, so wie es jetzt bis jetzt war. Sondern ich werde das jetzt wahrscheinlich so machen, ihr könnt mir jetzt oder in den laufenden Tagen, in den laufenden Monaten, in den laufenden Wochen, könnt ihr mir einfacher, wenn ihr euch auf einmal eine Blitzidee gekommen ist für eine gute Challenge oder ihr jetzt schon eine gute Idee habt für Challenges, könnt ihr die eigentlich immer, auch wenn es jetzt, wie gesagt, das in ein paar Wochen oder Monaten ist, könnt ihr die eigentlich immer in die Kommentare unter dieses Video am besten schreiben. Und ich werde dann Challenges so aufnehmen und so hochladen, wann ich Zeit und Lust einfach dazu habe. Ich habe eigentlich irgendwie keine Lust mehr auf dieses, ja, ich muss jetzt jeden Montag das Video machen und jeden Donnerstag das Video machen und so. Das möchte ich in Lampsen, zumindest bis Garden Warfare 2 rausgekommen ist, abschaffen. Und ja, aber das heißt natürlich jetzt nicht wirklich, dass jetzt gar keine Challenge mehr für immer kommen wird, sondern dass ich das einfach nicht mehr so serienmäßig machen will und ich einfach nur mehr Challenges aufnehmen und machen will, wenn ich wirklich Lust dazu habe. Aber ja, wie gesagt, vorerst wird das jetzt mal die letzte Challenge gewesen sein, bis ich halt Lust habe oder bis ihr einfach wirklich ultra geile Challenges schreibt. Ich werde das auch so machen, ich werde vielleicht gewisse Challenges, die mir besonders viel Spaß gemacht haben, werde ich vielleicht wiederholen. Da meine ich jetzt vor allem zum Beispiel die Serien-Challenge von voriger Woche, die möchte ich auf alle Fälle nochmal probieren, die habe ich ja leider nicht geschafft. Die kommt vielleicht auch in den nächsten paar Tagen oder Wochen. Und ja, aber jetzt zu der heutigen Challenge, bevor wir da jetzt alles verspringen. Weil Springen gehört zu der heutigen Challenge. Ich muss jetzt kurz ablesen, deswegen springe ich jetzt kurz nicht. Es ist eine Doppel-Challenge und zwar kommt die von Knut Knuddel und von Feel My Skills. Knut Knuddel hat geschrieben, die No-Scope-Challenge. Ich spiele Panzerkommandant und vor jedem Schuss muss ich mich drehen. Muss eine 6-Serie schaffen. Und ich werde das dann so machen, ich werde die zwei Challenges eben kombinieren. Und zwar mit der Challenge von Feel My Skills, die Vogel-Challenge, du darfst das ganze Spiel nur springen. Ich darf die ganze Zeit nur springen, was ein bisschen schwer sein wird, wenn ich mich gleichzeitig auch drehen muss. Aber es ist ein bisschen, ja, es ist, glaube ich, möglich. Die 6-Serie werde ich vielleicht nicht schaffen, aber ich versuche die ganze Zeit zu springen und mich vor jedem Kill oder vor jedem Schuss da ein bisschen zu drehen. 6-Serie wird dann natürlich übertrieben schwer werden. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich mich drehe und gleichzeitig springe, das werde ich jetzt eigentlich nicht so genau nehmen. Ich werde da jetzt einfach drauf springen. Aber ich werde einfach die meiste Zeit versuchen zu springen. Und Drehung und... Ja, das kann man sogar zählen. Habt ihr es gesehen? Drehung. Das war jetzt, war eine mega Glückssache, aber ich bin trotzdem leider gestorben. Das war jetzt irgendwie doof. Egal, ist nicht schlimm. Wieso kann ich mich nicht respawnen? Oh, jetzt geht's. Gut, leckt ein bisschen, oder? Nein, geht eben. Also wenn ich irgendwie Fähigkeiten oder so einsetze, oder wenn ich zum Schluss ansetze, oder mich einfach so bewegen muss mit dem rechten Stick, werde ich natürlich nicht springen. Aber ansonsten werde ich versuchen, die meiste Zeit zu springen. Da drüben ist die Twitchmer, die meinst. Oh, jetzt konnte ich nicht springen wegen dem... Ach scheiße, ich habe jetzt nicht gesprungen. Jetzt konnte ich nicht springen wegen... der Ding wegen der ZPG. Oh mein Gott, das ist schwieriger, als es sich anhörte. Ich dachte, beide Challenges alleine sind langweilig, deswegen habe ich mir gedacht, ich kombiniere die, dass es ein bisschen spannender wird, aber das ist wieder mal ein großer Fehler von mir. Schwerer Fehler. Oh nein, ich triffte nicht. Nein! Oh, was war das jetzt? Total geil. So. Und ich hab nicht mal getroffen. Ich weiß, ich musste irgendwie rauf. Nein, da ist ein Schnapper. Was? Ich hab den nicht getroffen. Scheiße. Ich glaube, eine 6er-Serie geht sich nicht aus. Ich bin froh, wenn ich überhaupt mal die 6 Kills schaffe. Was ja auch schon sehr schwer aussieht.
Ich lasse das mit der 6er Serie, dann will einfach nur mal 6 Kills schaffen. Ja. Ich wollte eigentlich gestern. Schauen wir mal, ob ich was erzählen kann und gleichzeitig hier jetzt. Oh nein, der ist jetzt weg. Ich wollte gerade auf die Plasma-Map da unten schießen. Also. Ich wollte eigentlich gestern, also Sonntag, wollte ich mit dem Froggy die Gameplay-Analyse zum Gameplay von Plants vs. Garden Warfare 2 hochladen. Aber. Kaktusdrohne zerstört. Muss doch mal schaffen mit der ZBG, wie geil. Aber. Wir haben auch alles schon live aufgenommen. Ich wollte es dann schneiden und bin drauf gekommen, dass Teamspeak. Dann haben sie mich wieder Teamspeak aufgenommen und das hat irgendwie meine Stimme nicht. Es ruckelt die ganze Zeit und es setzt nur oft aus. Ich weiß nicht, warum das ist. Echt schade drum. Weil, ja, das Gameplay ist mittlerweile schon fast eine Woche alt und ich habe noch immer keine Analyse dazu gemacht. Ich hoffe, das ist nicht allzu weiter schlimm. Aber jetzt versuchen wir dann jetzt, weiß nicht, entweder heute oder morgen, das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Ach nein! Und ja, dann kommt es wahrscheinlich. Oh. Nein, weg da. Nein, fuck. Manchmal sind die Ansätze nicht mehr so schlecht und dann ziele ich aber einfach irgendwo hin. Das nervt. Nein, das war jetzt ein Fehler. Ich hätte mich zuerst drehen sollen und dann. Nein. Ich habe mich zuerst geschossen und dann gedreht, was ein Fehler war. Ich hätte mich zuerst drehen sollen und dann schießen. Scheiße, ich glaube, das sieht ziemlich schlecht aus mit den 6 Kills. Aber ich bin wenigstens die ganze Zeit gesprungen. Habe ich wenigstens eine. Nicht mal den schaffe ich. Oh, den schaffe ich sogar. Sehr geil. Okay, das war jetzt ein bisschen Glück, weil der war ein AFK. Und da könnte ich jetzt auch ein bisschen Glück haben. Ich bringe jetzt einfach nicht runter. Sondern schießt einfach so die ganze Zeit. Mann, das ist so schwierig, sich zu drehen und dann. Ne, ich hab schon wieder. Ach scheiße, das wollte ich nicht. Ich hab schon wieder zuerst. Schau mal, ob du wichtig die meinst. Na, wahrscheinlich nicht, gell? Komm schon, spring! Was? Wieso? Ich hasse das! Man bekommt die neue Fähigkeit und kann sie erst ein paar Sekunden später einsetzen. Das ist so unfair. Ist es bei euch auch so? Es nervt so viel. Freut man sich, ja, ich hab's endlich geschafft und dann. Der Scheiß. Was ist das? Ah. Meine Scheiße. Gut. Springen, drehen und schießen. Okay, das war ziemlich daneben. Und. Schießen. Okay, ich habe mir ein bisschen Schaden gemacht. Und nochmal. Nein, ich habe ein Leben, oh mein Gott. Fuck. Ich habe mich gedreht. Ich bin gesprungen und jetzt noch ein Kill. Jawohl, sehr gut. Sehr geil. Nein, hätte ich tischen können. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe schon ewig lang ein Leben und irgendwie mögen mich die nicht. Immer das mit dem Hechtsprung und dann im Flug drehen, das funktioniert noch am allerbesten. Weg da, ist eine Chili-Bohne. Fuck, ich habe schon ewig lang verkommen Leben. Das Ziel jetzt einfach aus Springen. Ich habe mich hier gesprungen. Aber ich muss nur schauen. Scheiße, wo ist der? Was ist jetzt mit. Wieso bin ich jetzt gestorben? Durch einen Kornschlag, ernsthaft? Der war die Uhr jetzt weg von mir. Gut, 3 Kills habe ich. Wenn ich Glück habe, wenn ich viel Glück habe, schaffe ich vielleicht auch die 6 Kills. Das wäre mein Ziel zumindest. Aber es ist cool, sieht schon aus. Immer dieser Dreh und dann. Jawohl, sehr gut. Und dann gleich in den nächsten. Ah, fuck, nur 20 Schaden, warum? Komm schon. Passt nicht mehr viel. Jawohl, einen Kill noch. Dann habe ich es geschafft, die Challenge. Jetzt brauche ich einen Hechtsprung. Warte, ich warte auf den Hechtsprung und dann mache ich es einfach so. Und trifft genau gar nichts. Jawohl, genau so wollte ich das. Scheiße. Ich will den einen Kill noch machen. Nein, das ist ein Schnapper, hilf mir. Ich versuche die ganze Zeit zu springen, aber das glaubt mir, das ist nicht mal so einfach.
Leck da. Fuck, das ist knapp mit der Zeit jetzt auch noch. Der hat jetzt wahrscheinlich alle Kakteen da geholt, oder? Nein, voll daneben! Komm schon, bitte, einen Kill! Jawohl! Sehr geil! Die Zeit ist gleich zu Ende. Schaffen wir das meins noch? Das wird sagen ab. Das wird sagen ab. Wo ist der? Wo? Ich weiß gar nicht, wo der. Extra Zeit. Aber wir haben's. Nein, wir haben's nicht geschafft. Nur Abschlussbonus. Scheiße! So knapp vor der Ding! Habt ihr das gesehen? Das wären vielleicht noch zwei Drücker gewesen und der wäre. Leider, in letzter Zeit verliere ich immer in Kaktusschlucht als Zombie. Irgendwie, ich weiß nicht. Pflanzen sind ganz schön gut geworden. Ja, das war's. Irgendwie. Ich will jetzt gar nicht wirklich sagen, dass das jetzt ein Abschluss ist von der Challenge. Aber das war's jetzt einfach mit dem Serienmäßigen. Und ist euch aufgefallen, spielt ihr eigentlich noch Plants zumindest Garden Warfare? Und ist euch aufgefallen, dass eigentlich in letzter Zeit nur Anfänger dabei sind? Skippt euch mal das bei den Pflanzen. Fast nur gelbe Embleme und das ist keine Ausnahme, das ist bei jedem Spiel so. Ich spiele letzten Tage sehr, sehr viel Garden Warfare und es sind nur oder fast nur Anfänger. Es ist immer so, nur gelbe Embleme, es ist so krass, ich weiß nicht warum das so ist. 6:6, wenn ich mich nicht negativ, obwohl man das fast gedacht hätte. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja, schreibt auf alle Fälle immer wieder, wenn ihr geile Ideen habt, wenn ihr einen Geisterblitz habt. Wenn ihr neue Herausforderungen habt, schreibt es ja unter dieses Video. Ich freue mich echt auf jedes Kommentar. Und ja, damit die nächste Challenge irgendwann in ein paar Wochen oder so folgen. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal und ciao.